gerne noch begrüßen, guys. Also bitte noch einmal den Clap. Geht schon. Yo, Big Boys and Girls, und hier sind wir wieder beim Big Boys Podcast mit einem weiteren Interview. Der Jörg aus dem Off ist der Peter, der Thomas ist auch da, und heute der erste Gast, der nochmal gekommen ist, der sich das nochmal antut, ist der Herr Martin Borovnik. Seines Zeichens Mr. Viper Room him fucking self. Martin, cool, dass du da bist. Tegen, danke für die Einladung. Na bitte, gerne. Und ja, wie gesagt, der Big Boy Thomas wird dieses Mal eher das Interview führen, und wir werfen gescheite Kommentare rein, wenn es was Gescheites gibt. Okay. So, take it away, boys. Take it away. Okay. Hello, Martin. Hi. Ich glaube, wir haben uns flüchtig schon mal ein paar Mal getroffen oder gesehen im Viper Room. Aber ich glaube, wir haben noch nie persönlich miteinander geredet. Also es ist doch ein erstes Mal irgendwie. Okay. So. Alright, meine erste Frage ist gleich ganz direkt. Martin, magst du uns ein bisschen erzählen, wie die letzten Monate so bei dir abgelaufen sind? Weil ich glaube, ich meine, wir haben es alle mitbekommen, oder man hat viel auch mitbekommen. Ihr habt einen relativ erfolgreichen Crowdfunder gemacht auch, und ihr habt jetzt auch Streamings-Events mittlerweile. Ich habe nur letztens gesehen, die 80s Zone ist back, genau. Im Streaming-Event, genau. magst du ein bisschen was erzählen, wie die letzten Monate für dich abgelaufen sind? Es ist ja ein großes Thema, aber vielleicht kannst du ein bisschen mal einen Überblick geben, damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen, wie das funktioniert. Also gleich von Beginn an, oder? Wie du magst, ja. Es ist eh bekannt. Also 10. März haben wir das letzte Konzert gehabt, wo man dann schon ziemlich bewusst war, dass das jetzt eine längere Geschichte werden wird, wenn man so mitverfolgt hat, was da in Italien abgegangen ist. Und ja, seitdem ist es einfach wieder zahre Zeit. Ich meine, es ist eh für jeden Tag, würde ich jetzt einmal sagen. Wir haben viel Zeit zum Renovieren. Wir haben viel Zeit, um uns mit anderen Sachen zu beschäftigen, und fragen uns halt die ganze Zeit, wann es wieder weitergeht. Mhm. Und es wird wahrscheinlich nur um einige Zeit dauern. Wir werden auch im Sommer wahrscheinlich wieder so aufsperren wie letzten Sommer. Das heißt, wieder sehr eingeschränkt, was halt nur mit Sitzgelegenheiten, was halt nicht so besonders spannend war. Und vor allem im Hochsommer, die Leute sind in erster Linie draußen gewesen. Mhm. Ja. Ihr habt es renoviert, ja, das habe ich mitbekommen. Was habt ihr denn renoviert? Wir haben den ganzen Club ausgemalt, wir haben die Toiletten hergerichtet. In erster Linie war es halt einfach einmal Verschönerungsarbeiten, damit der Club halt wieder mal ein bisschen einen frischen Anstrich kriegt. Das hat er eh schon dringend nötig gehabt, muss ich sagen. Und jetzt ist halt wieder seit 3 Monaten kompletter Stillstand. Also, aber es ist ein neuer Viper Room eigentlich. Also nein, es ist kein neuer Viper Room. Das war ganz wichtig, dass es kein neuer Viper Room wird. Also, ist es nicht. Es ist der alte neue Viper Room. Oder der neue alte Viper Room. Es ist der alte Viper Room ein bisschen schöner. Mehr okay, sehr cool. Was waren denn konkrete Sachen, die ihr euch überlegt habt, wie die ganze Sache losgegangen ist? Also was waren konkrete Schritte, wo ihr euch gedacht habt, okay, wir wollen nicht stillstehen, wir wollen was machen. Wie seid ihr auf die Idee zum Beispiel gekommen, dass ihr einen Crowdfunder macht? Oder was habt ihr euch überlegt, um halt nicht passiv einfach stehen zu bleiben in der Zeit jetzt? Naja, der Crowdfunder hat sich mehr oder weniger von selbst ergeben, weil am Anfang sind ja die Regierungshilfen sehr zögerlich gekommen, und es war natürlich kein Lokal, oder niemand war auf das Ganze vorbereitet letzten Endes. Und das Geld vom Staat ist ja erst im Juli geflossen, das erste. Das heißt, und da hat man auch gewusst, man kriegt nur 75% von die Fixkosten, und das nur für 3 von 6 Monate. Wow. Okay. Das heißt, für die ersten 6 Monate haben wir mehr oder weniger so um die 20% von die Kosten ersetzt gekriegt. Und das ist dann halt bei allen Clubs letzten Endes knapp geworden, weil 6 Monate ohne Einnahmen, das überlebt praktisch keiner noch, also das überlebt keine Firma in Wahrheit. Und das Crowdfunding ist halt super aufgenommen worden, das war wirklich eines der leibendsten Erlebnisse,
also das da kriege ich heute nur Gänsehaut, wie ich daran denke. Also wir haben die gestartet mit viel Bauchweh, weil natürlich man hat schon das Gefühl, dass man jetzt ein bisschen betteln geht. Und ich habe das gestartet und innerhalb von 2 Stunden waren 6.000 Euro drauf und das ist innerhalb von 1 Woche haben wir schon die Hälfte vom Ziel gehabt oder mehr wie die Hälfte vom Ziel gehabt. Also es ist wirklich schnell gegangen. Und das hat dann halt mir ein bisschen geholfen, weil man muss schon sagen, also das überrollt einem dann halt einfach und man wird frustriert, hat keine Ahnung, wie es weitergeht und ja, einfach wirklich eine zahre Geschichte. Also in der Hinsicht, das, ich habe das mitverfolgt auch auf Facebook natürlich, das war schon sehr, sehr cool zu sehen, dass es da wirklich die Szene, und ich sage jetzt wirklich die Szene, also abgesehen von Subgenre, ist das wirklich alles. Das sind Leute von Deathcore-Bands, von Thrash-Metal-Bands, von Power-Metal bis zu, ich weiß nicht was, ja, Black und Doom und alles, ja okay, geshared und spendet was und das war so schnell da. Also ich fand das wirklich schön auch zu sehen, das war so okay, irgendwie für mich auch so okay, The Vibe Room ist irgendwie eine Institution in Wien für alle Bands aus allen Szenen, das war super schön zu sehen. Haben alle gesagt, oder ich will auch in Zukunft meinen Amp weiter in den Viper Room tragen. Entschuldige, mein Aufzug haben wir noch immer kann. mittlerweile muss ich sagen, ja, bitte nicht, niemals. Das ist, du darfst nicht in einer Band spielen, wenn du nicht einmal. Das gehört dazu. Genau. Das ist der Initiationsritus. Genau. Wenn du einen Scheiß da nicht runtertragen kannst, bist du zu schwach. Das ist richtig, voll. Das ist die Vorbereitung für alle internationalen Venues, nämlich auch. Ja, international gibt es einige Venues, wo man ein paar Stufen steigen muss. Das ist richtig, ja. Na, fand ich super cool, der Crowdfunder, und auch schön zu sehen, dass das bei euch so gut auch funktioniert hat, diese Sache. Ja, ich muss sagen, dass man zu dem Zeitpunkt da zum ersten Mal so wirklich bewusst worden ist, dass was welchen Stellenwert der Club eigentlich hat bei den Leuten, und das war einfach wirklich schön und das hat mir echt geholfen über die Zeit und hilft mir eigentlich auch heute noch. Ja. Weil man halt einfach merkt, die ganze Szene ist zusammengewachsen und das war einfach echt schwer. Da hat man auf einmal gemerkt, wie tot die Szene ist. Ja. Ganz komisch. Auf einmal, wie viele Leute. Ja, voll, ich möchte dem Thomas dann nur beipflichten, also so wie dieses Topic gerusht wurde und verteilt und überall. Ja, es ist kein Tag vergangen, wo man nicht irgendwie den Crowdfunder am Radar gehabt hat. Ja. Und das war nur, ihr habt natürlich, ich glaube, ihr habt ein Facebook-Sponsoring gestartet dafür, dass ihr da mehr Reach habt, glaube ich. Nein, haben wir nicht. Post. Gar nicht? Nein, gar nichts. Wir haben auf einmal gesehen, wie weit die Reichweite ist, wenn viele Individuen einfach nur auf Share klicken. Ja, und wie man das umgehen kann. Ne? Schade, dass es halt so ein Ereignis und so ein Szenario braucht dafür, dass das passiert. Aber, wie gesagt, Sharing means caring und das funktioniert auf jeden Fall. Und sehr gut auch noch. Das hat man wirklich schön gesehen, dass einfach auch viele Subkulturen da sagen, hey, oder wo sehe ich meine Tech-Dev? Zum Beispiel bei uns, wir waren alle so, oh Gott, wo schauen wir uns alle Tech-Dev-Bands an, wenn der Vibe Room, das geht nicht. Ja, das ist so... Sicher nicht in Chelsea. Sicher nicht in Chelsea. Na, keine Ahnung, so viele Sachen im Vibe Room schon gesehen, wo ich mir denke, das war die Location dafür. Also schön zu sehen. Ihr habt jetzt mit Streaming-Events angefangen. Wann habt ihr denn begonnen damit, das zu planen und zu machen? Na, den ersten Stream haben wir eh schon voriges Jahr im April gemacht. Mhm. Also der Werner von der 80er-Zone ist da überhaupt sehr engagiert. Der macht auch jetzt im Moment fast 2 Streams in der Woche. Also der macht auf das Doom and Gloom und die 80er-Zone, oder die war gestern wieder. Und ja, ich habe am Anfang auch mehr Streams gemacht, selbst wo ich aufgelegt habe. Ich muss allerdings echt sagen, man merkt halt auch mit der Zeit, dass es ist schon Zahn, ja. Es ist nicht das Gleiche, wenn man in einem Club offen hat. Und auch für die Leute, ich meine, mittlerweile ist die Pandemie fast ein Jahr. Und ja, es kotzt einfach jeden noch mehr an. Und diese Streams sind halt so ein bisschen das Gemeinschafts- und Gesellschaftsgefühl aufrechterhalten. Aber befriedigend ist es halt für keinen wirklich. Also
Insofern. Wir haben jetzt geplant, dass wir zwar Bands live streamen, sobald man das wieder darf, also wahrscheinlich im April und im Mai. Mai werden wir vielleicht so ein zweitägiges Geburtstagsfestel machen über Stream, weil ich glaube, mehr wird da noch nicht möglich sein. Ja, da in die Richtung, da kriegen wir von der Club Commission, kriegen wir Equipment für drei Kameras, also kriegen wir drei Kameras und Aufnahmeequipment und alles und ja, da werden wir schauen, dass wir mal per Stream halt unsere ersten Live-Konzerte machen, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Sehr cool, das heißt Live-Konzerte. Shoutout Club Commission. Shoutout an Club Commission. Shoutout an Club Commission, ja, aber das heißt, ja. Sehr cool, das heißt, ihr plant, dass Livestreams, also Konzerte, Livestreams auch jetzt kommen und. Genau, das haben wir jetzt einmal geplant, weil ich fürchte, das wird so wie voriges Jahr sein. Also ich glaube, die ersten Live-Konzerte werden in Clubs, also draußen wird es vielleicht anders sein, aber in Clubs sicher nicht vor September, glaube ich jetzt. Deswegen. Das heißt, deine Einschätzung ist, im Herbst wird es wieder langsam losgehen mit den Konzerten. Ja, hoffentlich. Also was internationale Konzerte betrifft, bin ich sehr skeptisch. Ich meine, und ich buche aber im Moment schon Bands für Juli, weil die Booker echt sehr, sehr optimistisch sind teilweise. Aber halt auch optimistisch sein müssen, weil befürchte aber, dass das alles nicht stattfinden wird. Und ob es im September dann mit internationalen Live-Konzerten weitergehen wird, wie wir sehen. Glaubst du, dass sich das Ganze auswirkt auf die Konzertkultur? Also wenn wir annehmen, dass es ab Herbst, theoretisch Konjunktiv 2, wenn es so wäre, dass ab Herbst wieder alles so wie normal ist, ja, glaubst du, hat das Auswirkungen, dass das, was wir jetzt erlebt haben, hat das Auswirkungen auf, wie es in Zukunft sein wird? Glaubst du, die Leute gehen mehr auf Konzerte dann, oder? Ich glaube, das wird vielleicht am Anfang so sein, aber es wird mit der Zeit dann wieder genauso sein wie vorher. Und es gibt Leute, die gehen sowieso fast jeden Tag auf ein Konzert. Und ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Es wird eher so sein am Anfang, glaube ich, dass einfach jeder, der Rang und Namen hat, nach Wien kommen wird, sobald es wieder möglich ist. Da werden wir am Anfang, glaube ich, einen richtigen Überschuss an Konzerten haben und keiner wird mehr wissen, wo man hingehen soll. So, alle was, kommen am 1. September. Werden wird vielleicht, ne? Bitte? Alle kommen am 1. September nach Wien. In den Vibe Room. Also, ja. Also so wie ich das Booking sehe, ist auf jeden Fall so von September bis März wird die Hölle los sein wieder, bin mir ziemlich sicher, wenn es möglich ist. Also am Anfang werden wir viel zu viele Konzerte haben, überall in ganz Wien. Aber das wird sich einpendeln mit der Zeit. Und ich glaube, gar nicht, dass die Pandemie allzu viel ändern wird, jetzt zum Positiven, was jetzt Konzerte betrifft, oder zum Negativen. Ich glaube, es wird sich nicht viel ändern letzten Endes. Okay, das ist spannend. Ich hege nämlich so den Wunsch, die Utopie, dass die Leute halt irgendwie checken, wow, das war ein echt hartes Jahr ohne Konzerte. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Ja. Aber man weiß, dass die leider wieder schnell vergessen. Also ich sage mal, wenn die Pandemie vorbei ist, nach einem Jahr, redet keiner mehr drüber. Also wahrscheinlich schon natürlich, aber ich glaube, das Verhalten wird sich nicht sonderlich ändern. Also du glaubst nicht, dass das jetzt großartig langfristige Auswirkungen hat? Dass zum Beispiel, keine Ahnung, so Livestream-Konzerte regelmäßig reinkommen in den Plan? Na, gar nicht. Livestream-Konzerte, wie gesagt, das ist jetzt einfach, dass man ein bisschen präsent sind und dass man halt in den Bands ein bisschen was anbieten kann, aber also ich glaube, Livestreams, wenn es wieder normal losgeht, werden komplett uninteressant sein. Es wird niemanden interessieren, weil die Leute sind froh, wenn es wieder aussehen kann. Und wer will dann vor dem Computer sitzen und sich einen Livestream anschauen? Also, schaust du Livestream-Konzerte von anderen Bands? Ab und zu sehr Jahr? Wenig. Also Darf ich fragen, welche Acts du dir angeschaut hast? Und hat es welche gegeben, wo du gedacht hast, so, boah, hey, da freue ich mich jetzt in einer Woche, spielt die Band und ich schaue es mir jetzt an. Ich habe mir eigentlich gar nichts explizit angeschaut, weil, ich weiß nicht, also bei mir ist wirklich so gewesen, dass im Juni war bei mir schon eine Streaming-Müdigkeit da. Also wir haben dann im Club recht viel gemacht eigentlich, also da haben wir wirklich fast jede Woche Streamings gemacht. Und für mich ist das halt einfach nicht das Gefühl, wie wenn wir ein Live-Konzert anschauen es hat mich nicht wirklich interessiert, ehrlich gesagt. Also ich schaue mal unsere Streams an, wenn der Werner oder der Mani oder sonst irgendwer Streaming macht. Aber da in erster Linie eigentlich, um mit den Leuten ein bisschen zu chatten und ein bisschen zu plaudern, wie es allen so geht. Ja. Aber
ja, es ist die Streams eher kritisch, also kritisch nicht, aber es ist für mich kein Ersatz und ja. Also es ist eine Notlösung, aber es ist nicht so sicher, was ich langfristig jetzt durchsetze. Es ist für mich wirklich nur eine Notlösung und nichts, was mich jetzt sonderlich interessiert. Hättest du Tipps an Leute, die in ähnlichen Lagen jetzt gerade sind wie du, weil es wird den Viper Room ja nicht allein so gehen in Wien. Wenn man sich ein bisschen umhört, da sind ja schon, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass das Weberknecht da ganz starke Probleme gehabt hat, zum Beispiel. Ich meine jetzt nicht, dass du eine Art Fahrplan gibst, how to survive pandemic, aber vielleicht, was wäre denn dein Tipp an Selbstständige und vor allem Leute in der Szene, die jetzt gerade sehr, sehr stark strugglen mit dem Ganzen? Was wären so deine Tipps zu sagen, okay, so kannst du anfangen, dass du irgendwie dich nicht überrollen lässt oder nicht, keine Ahnung. Boah, es ist schwierig. Letzten Endes ist es einfach so, dass wir hängen jetzt ganz einfach, wir liegen in der Intensivstation und wir haben beatmet und das Beatmen findet vom Staat statt. Und da kann man einfach nur hoffen, dass das einfach genug Kohle reinkommt, damit die Clubs überleben. Und das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Also bei mir ist es im Moment wirklich so, ich bin nicht einmal sonderlich verzweifelt, weil ich in einer Situation bin, die ich selber einfach gar nicht ändern kann. Ja, also ich kann einfach nur zuschauen, abwarten und schauen, was der Staat macht und schauen, ob er mir genug Kohle gibt, dass ich den Club da halte. Das ist alles, was man machen kann und da kann man nicht viel Tipps geben. Ja, also das, wenn das 1,5 Jahre dauert, man kann echt einfach nur hoffen, dass uns der Staat nicht hängen lässt. Und ja. Also, mir fällt es wirklich schwer, dass ich da irgendeinen Tipp gebe, weil ich bin im Moment einfach in einer Situation, dass ich sage, ich sitze im Boot und fahre mit und kann nicht viel dazu beitragen. Ja, aber das ist ja schon eine wichtige Info auch. Also zum Beispiel, ich frage mich natürlich, der überhaupt nicht selbstständig bin und nichts mit dem zu tun und frage mich halt, okay, was kann man machen eigentlich im Moment? Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon für manche Leute eine Hilfe zu wissen, hey, keine Ahnung, stay cool, so gut wie es halt geht und bewahr die Ruhe und schau, wie sich die Sache entwickelt im Ganzen. Also das, wie sie bei mir selbst entwickelt hat, das war einfach, dass ich halt jetzt irgendwelche Sachen mache, die mich selbst interessieren. Einfach nur, damit ich nicht versumpere und nicht nur vor der Glotze hänge und mir auch nicht auf der und versuche jetzt die Zeit wirklich für mich selbst zu nutzen. Einfach. Ja, mehr bleibt mir jetzt im Moment nicht übrig. Ich kann auch keinen Job suchen, weil ich kann nicht sagen, hallo, ich bin jetzt da, aber im Sommer bin ich wieder weg, weil dann sperrt der Club hoffentlich wieder auf. Insofern kann man die Zeit nur für sich selbst möglichst sinnvoll nutzen, damit man nicht nach Monaten das Gefühl hat, man hat einfach gar nichts gemacht und ist nur daheim gesessen und die Zeit ist vergangen. Okay. Wenn ich fragen darf, wäre ein zweiter Crowdfunder eine Option? Würdest du das machen? Ist dir die Idee gekommen? Was hältst du davon? Wir haben sehr viele Leute darauf angesprochen und es wären, glaube ich, wieder sehr viele Leute dabei. Also es waren wirklich, wenn wir da jetzt bis Oktober so ein bisschen offen gehabt haben, haben wir ganz viele Leute angesprochen und haben gemeint, wenn es wieder eng wird, soll ich das machen. Aber ich sehe es jetzt nicht als mein Ziel an, dass ich noch einen Crowdfunder mache und hoffe, dass der Staat uns drüber bringt. Weil es für mich einfach recht schwierig ist, dass man dann einfach die Leute immer dazu darum bittet, dass das anhelfen und dass den Club weitertragen. Wir sind ja nicht der einzige Club, das wird ja dann allen Clubs so gehen und ja, das stimmt. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, aber definitiv kein Ziel von niemandem, glaube ich. Und wenn der Staat so weitermacht, sage ich jetzt einmal, es wird sich ausgehen. Aber die Frage ist halt, wie lange dauert das alles und wie lange unterstützt der Staat das dann letzten Endes? Also, es wird ja eben die Zeit, es wird ja nicht von 0 auf 100 gehen, sondern wir werden halt wahrscheinlich einmal es wieder sehr klar aufklären, genau, mit Sitzplätzen weiterhin und wahrscheinlich ja mit Tests kontrollieren und, also nicht selbst testen, sondern Tests kontrollieren. Und dann wird man sehen, wie dann die Hilfe weitergeht und wie das alles, wie lange das alles generell nur dauert. Also das kann ja im Moment keiner abschätzen eigentlich. Ne? Ja. Aber ich finde dadurch, dass Leute schon auf dich zukommen und sagen so, hey, überleg dir das ein zweites Mal und sie werden wieder bereit, zeigt einen,
einerseits, wie viel Einigkeit in der Szene ist und andererseits, dass sehr viele auch Hilfe geben wollen und nach Hilfe zu fragen, zeigt halt auch von Größe. Finde ich, definitiv, das ist kein Zeichen der Schwäche. Ganz im Gegenteil. Nein. Ja, aber wie man sieht, das ist ein Statement sogar. Ja, und zeigt, wie sehr die Leute eigentlich zusammenhalten und was die Leute von deiner Institution halten und wie sehr sie das feiern, wie wichtig das ihnen ist. Und ich finde, das kann man den Leuten noch einmal in Erinnerung rufen. Ja, wie man sagt, ist ja dann im Endeffekt auch ein schönes Erlebnis gewesen. Ja. Wie gesagt, das war das Positivste, was passieren hat können in der Pandemie, dieses Erlebnis. Ja. Also das ist ein Hammer und dafür bin ich ja wirklich dankbar und das ist auch der Grund, dass ich ruhig schlafen kann, weil wenn das alles nicht gewesen wäre, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr sehr gut schlafen. Aber das, dafür bin ich auch ewig dankbar. Also das war wirklich eine Wahnsinnsaktion und die Reaktion von den Leuten immer noch ist, ich kriege gleich wieder Gänsehaut. Das ist einfach wirklich einfach ein super Erlebnis. Muss ich schon sagen, das ist wirklich der Hammer. Ich glaube auch, dass das man kann, glaube ich, ein bisschen ruhiger schlafen, wenn man weiß, die Leute sind sofort wieder da, wenn es darum geht. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das schon immer sehr besonders, auch in der Metal-Szene, dass die Leute halt sagen, na, das ist, keine Ahnung, das ist unser Club und wir gehen nicht irgendwo hin. Ich gehe nicht irgendwo hin. Ich möchte dorthin gehen, ja, ich möchte in den Vibe-Room gehen. Das sieht man auch, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, was für eine Institution der Vibe-Room ist für die Leute. Also wirklich, wie wichtig das Ganze ist für uns. Und ich meine, es gibt einige Lokalitäten in Wien, auf die das zutrifft, aber für mich hat der Vibe-Room da echt einen speziellen Stellenwert, weil ich wirklich alles im Vibe-Room schon gesehen habe. Also das ist das Coole, du siehst halt wirklich durch die Bank alle Arten von Metal im Vibe Room. Und ich glaube, das war auch cool zu sehen, eben, also wenn der Crowdfunder gestartet ist, ich kann mich erinnern, wie die Leute sich da beteiligen. Und dass da überhaupt kein Zwist ist, wirklich, das ist wurscht, ob das die Metalcore-Kids oder die ärgsten Black Metal waren, zu sagen, nein, da Martin, nimm bitte. Es ist auch die Gothic-Szene sehr involviert in das Ganze, also. Es ist ja, Gothic und Metal-Szene sind ja ziemlich zusammengewachsen in den letzten Jahren. Ja. Das war ja vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht denkbar, dass die zwei Szenen irgendwann einmal so gemeinsam sind, aber das ist in den letzten Jahren ziemlich zusammengewachsen. Ich glaube, dass der Club da schon viel Beitrag hat dazu, weil wir halt diese Szenen sehr stark abdecken. Und diese Einigkeit von den Leuten, es war super und vielleicht ist das auch generell das Positive, dass der Zusammenhalt größer wird durch das Ganze. Das kann natürlich schon sein. Ja. Über die Gothic-Szene und dass der Vibe Room auch eine Plattform dafür ist, haben wir in unserem ersten Interview gesprochen. Ja. Und ich finde das spannend, dass es da so eine Kluft gibt eben zwischen diesen beiden Subkulturen. Weil für mich war das irgendwie aus dem selben Topf, nur die einen haben sich halt mehr um ihre Outfits gekümmert als die anderen, aber es war trotzdem eine extreme Kulturbewegung, also Untergrundkultur. Ja. Und deswegen habe ich die Kluft nie checkt. Ja, das war so, es ist okay, wir stehen alle auf schräge Mucke und ziehen uns komisch an, so. Same difference, oder? Aber Ich bin ja in den 90er Jahren als Grufti herumgerannt, das Anfang der 90er Jahre und habe auch zu dem Zeitpunkt schon Metal gehört und wenn man dann den Gothic Metal so Black Sabbath vorgespielt hat, dann hat es echt damals große Augen gegeben und mittlerweile ist das ganz anders. Ne? Mittlerweile haben sie die Musikrichtungen vermischt und Gothics hören sie Metal an und umgekehrt, also finde ich auch super Entwicklung, weil für mich hat es auch immer schon was gemeinsam gehabt. Wir sind alle Schwarzanzug zum Großteil und wir sind alle Subkulturen, wir sind uns da sehr ähnlich wieder. Ja. Und du, wie du richtig gesagt hast, ich denke nämlich auch, dass Leute, die zum Beispiel gerne in den Viper Room gehen, jetzt die zum Beispiel aus der Gothic-Szene kommen, dann eher zum Beispiel dazu bewegt werden, dass sie vielleicht auf ein Konzert gehen, das ein bisschen außerhalb von ihrer Comfortzone sind, einfach weil sie die Lokalität kennen, weil sie die Leute kennen, Kellner kennen, keine Ahnung, Soundguys kennen und uns halt sagen, okay,
Schauen wir mal. Und also ich finde das ganz, ganz spannend und super, dass der Vibe Room da echt irgendwie so Subkulturen zusammenkommen lässt. Ja, Forum ist, ja. So ein Forum ist, weil es halt doch irgendwie so die so Art Stammlokal, aber gleichzeitig auch Event-Location. Also das finde ich total spannend. Das fand ich immer schon spannend, dass du halt auf Konzerte kommt dir irgendwie trotzdem so vor, als würdest du, keine Ahnung, jetzt ins Stammlokal kommen und so, ja, der Kellner ist da, der Soundguy ist halt da. Und, ich warte jetzt auf die Goths, die beim nächsten Tech Death Konzert sind. Ja, das wahrscheinlich eher weniger, aber. Du, ich hatte aber eine ähnliche. It's gonna happen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung wie der Martin, weil ich bin ja damals auch, ich habe angefangen, zum ersten Mal zum Schwarzen Reigen zu gehen, wie ich halt Teenager war. Und ich habe aber nichts mit der Szene zu tun gehabt. Ich habe halt Metal gehört, ich bin mit 16 in Fresh Metal reingekommen, da habe ich halt so schwarz. Halt mit der Metallica T-Shirt da. Ich habe mich versucht anzupassen, aber das war. Oh, ich habe schnell gemerkt, irgendwie, das ist so, die Gesprächsthemen sind relativ so. You wanna listen to some Metallica? So. Eher nicht. Ich finde nach wie vor eine spannende Szene. Finde ich cool. Finde ich auch cool, dass die Gothic-Szene noch immer in Wien tatsächlich ein Ding ist, das stark rennt, das nicht irgendwie abgeflaut ist. Nein, es ist schon weniger geworden. Man hat es schon auch gemerkt, also zum Beispiel wie das Pia zugesperrt hat. Also die Szene braucht mehrere Lokale. Die Szenen brauchen mehrere Lokale, damit sie leben. Und wenn es dann nur ein Lokal hast, es schrumpft dann einfach jede Szene, wenn es für dann nur eine Szene Lokal gibt. Das ist ein ganz normales Ding. Und es ist schon stark geschrumpft. Und man sieht da, dass die Szene, das Hauptproblem ist in der Gothic-Szene, dass die Szene immer älter wird. Also es kommen sehr wenig Junge nach. Und die Älteren kriegen Kinder und machen Karriere. Also man sieht schon, dass die Szene klar am Schrumpfen ist. Also, okay, also doch am Schrumpfen. Okay. Ja. Für mich lustigerweise. Bands gibt es in Österreich nicht sehr viel. Also wenn man schaut, was für Flut an Metal-Bands es in Wahrheit in Österreich gibt und wie viel es im Vergleich dazu in Gothic gibt. Also Gothic kann ich da jetzt, glaube ich, keine 20 österreichischen Bands aufzählen. Das ist im Metal doch ein bisschen anders. Also Kids macht wieder Gothic Bands. Wir brauchen Make Gothic. Yeah. Jörg, mach was. Okay, ich lasse mir das einfallen. Ich hab zu der Subkultur nicht null Bezug, aber ja, okay. Na, ich glaube allerdings, dass Live-Konzerte in der Gothic-Szene generell halt auch einen kleineren Stellenwert haben als in der Metal-Szene, ja, weil zum Beispiel eine Metal-Party funktioniert überhaupt nicht mehr. Also das haben wir oft probiert und es ist so oft schief gegangen in den letzten Jahren. Also es kommt kein Metaler mehr zu einer Metal-Party. Oder ein typisches Beispiel, wo wir ein Konzert gehabt haben, ein Black-Metal-Konzert, und die hat dann halt nachher noch ein bisschen Metal aufgelegt und die Leute dann ins Escape gefahren, dort war bei Testparty. So ist es derzeit, ja. Also die Leute haben lieber mehr Party und wollen dann was anderes. Im Gothic-Bereich ist das wieder was anderes. Ne? Da hast weniger Konzerte, dafür halt viel Partys und die Leute gehen dann gerne auf die Partys. Also da ist schon ein klarer Unterschied zwischen den zwei Szenen und ich finde es schade, dass keine Metal-Partys mehr funktionieren, weil ich würde extrem gern wieder welche machen. Das, ja, probieren wir es im Herbst noch einmal. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich lasse mir es nicht mehr. Also so ab und zu Abende mit 20 Leute brauche ich einfach. Eine Frage habe ich noch, und zwar, was ist ein Ding, für das du jetzt in den letzten Monaten wirklich Zeit gefunden hast, wo du sagst, okay, das ist in der ganzen Situation habe ich mehr Zeit gehabt für dieses eine Ding, das ich machen wollte. Schon immer, oder keine Ahnung. Gab es irgendwas, das du speziell jetzt mit der Zeit, die du hattest, angefangen hast, das du davor nicht gemacht hast? Nein, ich hab nicht angefangen, ich habe es weitergeführt. Also ich spiele wieder viel Schach. Also es gibt ja einen Vibe Room Schachverein, ne? Und ich spiele in der zweithöchsten Wiener Liga. Holy shit! Boost. Also jetzt sind wir in die dritte abgestiegen, aber damit beschäftige ich mich einfach wieder intensiv. Und ich habe ja 200 Schachbücher, also ich bin da ein bisschen verrückter, was das betrifft. Geil! Wow! Und habe wieder angefangen zum Programmieren. Weil das habe ich auch bis 2015 war ja bei Geiz als Programmierer und habe jetzt in den letzten 5 Jahren gar nichts mehr gemacht und habe die Zeit dafür genutzt, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen damit beschäftige. Weil es schon
Ich habe immer gesagt, ich habe zwei geile Sachen, das ist der Club und das Programmieren. Es hat mir beides taugt. Ich war da der glücklichste Mensch mit diesen Geschichten und jetzt habe ich das Programmieren wieder ein bisschen entdeckt für mich. Okay. Dang. Das heißt Schachabende im Viper Room? Kann das. Es gibt immer ein Schachbrett im Club, aber keine Gegner. Wow. Allzu schwach. Also, es ist halt bei lauter Musik im Club, wollen halt die wenigsten Schachspieler, also die Leute kommen eher nicht zum Schachspielen im Club. So aber eine Challenge, wenn sich trotzdem fokussieren kann, genau. wenn die Blastbeats blären. Ja. Was ist mit einem extra Schachturnierabend im Viper Room? Wäre das ein Ding? Habe ich mir natürlich schon überlegt. ich habe mir überlegt, die Meisterschaften im Club zu spielen, aber das Problem ist, man braucht da halt extrem viele Sitzplätze und Beleuchtung brauchst du auch gescheite. Okay. Es ist nicht ganz so einfach, sowas zu machen. Das wäre spannend. Metalheads play Jazz. Ja, lustig. Ja. Es gibt auch ein paar in der Szene, die wirklich gut spielen. Also. Man könnte ein Battle of the Bands machen. Also jede Band schickt einen, der im Schach ging. Genau. Und ja, kann irgendwer von uns Schach spielen, außer ich? Und ich bin nicht so gut, aber kannst du Schach spielen, Jörg? Ich kann es, ja. Aber nicht gut. Aber ich kann es. Ich spiele lieber Warhammer. Also ich habe einmal probiert, über Facebook bei den Leuten, mit denen ich befreundet bin, nur einen zu finden, der gerne im Schachverein mitspielen will, und es hat sich keiner gemeldet. Ich glaube, das vielleicht wird nicht so gut. Also, das ist eure Chance, Leute, wer an Schach interessiert ist. Da geht was. Da geht in Zukunft was. Ja, cool. Jörg, hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Negativ, ich mache nur die Verabschiedung. Du machst nur die Verabschiedung, okay. Yes, sir. Alright, ja, auf jeden Fall super, super cool mit dir zu reden, Martin, und auch spannend zu hören, irgendwie ein Up-to-Date zu kriegen vom Viper Room, weil man ich würde sagen, als Musiker ist es halt doch immer, man hängt an den Locations und man fragt sich auch immer, okay, wie geht's den Locations eigentlich? So wie, und man fühlt sich auch irgendwie abgeschnitten, so ein bisschen von den Neuigkeiten zu wissen, okay, was passiert eigentlich gerade? Und nix. Nix, ja. Nix passiert. Also wirklich nix. Ich bin so einmal in der Woche unten und es passiert halt wirklich nichts. Und wir werden zwar noch einiges weiter renovieren, aber man muss schon auch sagen, dass man, wenn man weiß, dass das jetzt noch 5-6 Monate so gehen wird, dass die Motivation ist halt auch nicht sehr groß, dass man da jetzt noch auf Druck schnell noch was macht. Ja, das war im ersten Lockdown war das ein bisschen anders. Also das Gefühl hat sich einfach geändert. Im ersten Lockdown haben wir gesagt, cool, wir nutzen die Zeit, jetzt machen leibende Sachen im Club und schauen, dass der Club besser wird. Und jetzt sind wir aber so, dass wir. Damals hat man es noch nicht abschätzen können. Wir haben einfach nicht gewusst, wie lange das dauert und wann sich das Ganze wieder komplett ändern wird, dass wir einfach wieder normal weiterrennen. Da war viel mehr Hoffnung da wie jetzt, wo man weiß, okay, das wird noch ewig dauern und dann wirklich den Antrieb zu haben, dass man da sich jeden Tag im Club unten beschäftigt, das ist schon eher schwierig. Ne? Die Zeit, also ich beschäftige mich zwar mit den Sachen, die mich interessieren, aber die Zeit ist, glaube ich, für uns alle einfach zart. Ja. Also ich sehe es auch bei den Leuten, die im Homeoffice sind die ganze Zeit oder dann vielleicht noch zusätzlich Kinder haben. Ich glaube, die Zeit ist langsam aber sicher zermürbend für jeden. Ja. Und das können wir echt nur hoffen, dass sich das so schnell wie möglich ändert. Und auch, dass die Impfbereitschaft hoffentlich da ist, dass man sich das als einzigen Ausweg eigentlich aus der ganzen Geschichte. Dass sie möglichst viele Leute. Zumindest einmal der Anfang, weil, wie sollte man sonst da aus dem Ganzen rauskommen? Mir fällt dazu nichts ein. Das heißt, du siehst praktisch die Durchimpfung von den Konzertgehern als einzige Möglichkeit, dass das, oder als beste Möglichkeit, nicht als einzige, aber als beste Möglichkeit, dass ich glaube, sonst wird es schwierig, weil ich glaube, dieses Testen vor dem Konzert, das wird eher dazu führen, dass weniger Leute auf die Konzerte gehen, weil sie einfach nicht. Also, wenn man jetzt rechnet, du gehst vielleicht auf, weil am Anfang so viel los ist, auf 3-4 Konzerte in der Woche, dann müsstest du mindestens 2-3 Mal testen gehen, weil das gilt ja dann meistens nur 48 Stunden oder mal schauen, was sie sich einfallen lassen. Also und ich glaube, dass das zack wird einfach, ja. Also das, was früher war, oh Gott, ich habe ein Ticket nicht gekauft, würde dann sein, oh shit, ich habe einen Test vergessen. Ja. Das, ja, okay. oder vorher, ich müsste das nur testen vor der Pfeife aufs Konzert. Also was das so die Faulheit, die in jedem ein bisschen drinnen steckt,
es ist halt dann auf ein Konzert gehen, aber ein größerer Aufwand. Du musst dann mal schauen, wie viel Tests du hast. Ja. Aber du musst halt dann einfach irgendwo hinfahren und musst den Test machen. Und ich glaube schon, dass das eher viele Leute von manchen Konzert abhalten wird. Also das wird ja nicht so einfach werden. Das habe ich nämlich letztens auch schon gedacht, wenn manche Leute für regionale und lokale Shows nicht einmal Tickets kaufen wollen, wie bringe ich es dazu, dass sie einen Test vormachen? Genau. Und diese Test jetzt zum Ticket verkaufen. Der Test mit dem Ticket, sonst. Ja, eben, und diese Wahnsinnsidee ist, dass die Clubs selber testen, vor dem Konzert draußen in der Einfahrt zum Beispiel. Die Idee habe ich immer schon lustig gefunden, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast ein Konzert mit 300 Leuten und musst dann 300 Leute testen, wo ihr Test 10 Minuten, 4 Stunden braucht, bis das Ergebnis da ist. Allein der Aufwand vom Organisatorischen, dass man da nicht. Es ist einfach nicht machbar. Ne? Und das ist, ja. Boah, ich stell mir gerade vor, so wie bei Move 4, dieser Shot-Stand, dass du halt einfach einen Teststand hast, keine Ahnung. Ja. Aber, ich habe auch wirklich gerne einen Shot-Stand, aber keinen Teststand. Weil du vorher gesprochen hast, eben über Motivation und Zeitdruck und dass man was macht, darüber haben wir in letzter Zeit auch sehr, sehr viel gesprochen. Und ich find aber den Aspekt insofern sehr interessant, quasi so, warum soll ich üben, warum soll ich mich um einen Podcast kümmern, warum soll ich mich um den Viper Room kümmern, also jetzt in deinem Fall, ja. Wenn man das von der Perspektive sieht, man ist jetzt gerade seit einem Jahr in einem Status der Schockstarre und extrem viel Kontrolle, die man über sein Leben hat, wird einem genommen. Und es wird einem vorgeschrieben, hey, ab jetzt musst du das machen, musst dich so verhalten, du darfst dort hingehen, da nicht, das schon und so weiter und so fort. Ist es denn nicht eigentlich sogar ein Segen, dass man etwas hat, worüber man Kontrolle hat? Ja, dass man sagt, okay, der Viper Room gehört dir zu einem Grad. Ja? Ja. Du kannst dort alles machen oder vieles machen. Ja, zwar keine Konzerte, aber wie du sagst, du kannst dich darum kümmern, ja, und du kannst das in Schuss halten. Du weißt zwar nicht, wann das schlagend wird und wann du es wieder zur vollen Potenz einsetzen kannst, aber du hast jetzt eben dieses Zeitvakuum, ja, wo du all die Anstrengungen, die du normalerweise hast, all diese Energie hast du auf einmal frei und jetzt hast du die absolute Kontrolle, das zu tun und das zu verändern. Ja. Natürlich macht es das nicht besser und natürlich ist es jetzt nicht so, dass du genau weißt, ab dann geht's wieder. Ja. Aber das ist dein Ding, ja, und darüber hast du Kontrolle. Ja. Dass man darin vielleicht das Positive sieht und den Segen, ja, etwas selber in die Hand nehmen zu können. Wie gesagt, ich sehe das natürlich ganz genauso. Es ist super, weil ich wohne ja oben drüber, ich brauche einfach nur runtergehen und kann jederzeit was machen. Ich habe eben irgendwann einmal habe ich das gelesen, dass irgendwer gesagt hat, hey, nutzt die Zeit für euch selbst, für die Sachen, die euch interessieren und schaut, dass ihr Sachen macht, die ihr vorher nicht machen habt können. Das betrifft natürlich den Club genauso. Das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist halt einfach nur, dass man ein gewisses Selbst, also dass man sich selbst dazu bringt, dass man die Sachen macht. Ja, wenn man weiß, dass das jetzt nur, dass man monatelang Zeit hat dafür, dass man die Sachen erledigt, dann braucht man einfach Selbstdisziplin, dass man das auch wirklich macht. Ja. Also, dass man nicht in so einen Trott verfällt, dass man einfach nur versumpert. Ja. Weil es ist Tatsache, dass ich einfach nichts arbeiten kann im Moment. Also, wir sind da wirklich die Hände gebunden, und kann mich nur um Sachen kümmern, die mich selbst jetzt betreffen oder halt im Club. Ne. Aber wie gesagt, die Selbstdisziplin, das dann auch wirklich zu machen und ich weiß, was ich noch alles machen möchte im Club. Ich weiß aber auch, das ist innerhalb von einem Monat, anderthalb ist das erledigt. Ich habe jetzt auch 6 Monate, also insofern, ich habe da keinen Stress. Ne? Wenn man ein bisschen mehr Druck hätte, so wie beim ersten Mal, wo man sich gedacht hat, okay, wir müssen jetzt schnell was weiterbringen, weil wir wissen nicht, das kann jederzeit wieder aufgehen, ne? Dann ist der Druck da und man macht es halt auch viel eher, ja. Wenn aber überhaupt der Druck da ist, so wie jetzt, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so in einem luftleeren Raum oder ich bin auf einem riesen Ozean und schwimme halt einfach jetzt mal da daher und schaue, was passiert. Und das kann natürlich auch dazu beitragen, das kann auch ganz schön Arbeit sein mit der Zeit, ja. Also deswegen bin ich froh eben, dass ich meinen Club Aufgabe habe, wo ich weiß, wenn es mir ganz scheiße geht, dann gehe ich runter und mache dort was, dann weil habe ich am Schluss das Gefühl, dass ich was gemacht habe.
Und ich wenn glaub, ich klug, dann programmierst du halt. Na, und das Schlimme ist, es hört ja, also wenn mir manche Leute zuhören jetzt, ja, weil ich weiß, es haben jetzt viele Leute viel mehr Stress noch wie vorher. Also manche hackeln sie, also die hackeln nur, ich kenne echt ein paar Leute, die im Gesundheitswesen sind oder halt jetzt ein Homeoffice machen und einen Job haben, den du normalerweise fast nur in der Firma erledigen kannst, weil du mit den Leuten Kontakt brauchst. Die hackeln den ganzen Tag und wissen nicht, wohin damit, und ich sitze da und sage, ich habe überhaupt nichts zu tun. Also das ist halt schon, mir ist auch bewusst, wenn manche Leute mich hören, dann denken sie sich, was geht mit dem ab. Ja, aber es sind ja keine Probleme. Also, ich glaube, beide Seiten vom Spektrum sind es ist beides schwierig. Zart, ja. Es ist ja definitiv es ist, beides zart. Ich finde, dadurch, dass du das relativierst, also man darf und soll schon über das diskutieren und reden, was einen tangiert, ja, solange man die Fähigkeit hat zu relativieren, nur weil es Leute gibt, die einen anstrengenderen oder einen systemrelevanten Job haben, heißt das nicht, dass man nicht über seine eigene Situation und seine eigenen Erfahrungen reden darf. Man darf und soll schon, ja. Ja. Aber wie du das machst, du bist da eh super reflektiert und sagst halt, ja, es gibt Leute, eben, wie du sagst, Homeoffice und ein, zwei Kinder vielleicht oder ja. Ärzte, die 24 Stunden Dienste schieben und so weiter und so fort, natürlich. Ja, ich möchte damit, glaube ich, nur sagen, dass man sich nicht hinten anstellen muss. Ja, jeder ist wichtig und man sollte Empathie gegenüber jeder Situation bringen, weil die Sache ist die, nur weil es jemanden gibt, wo man sagt, der hat schlimmer, ja, negiert das ja nicht deine Probleme, weil für dich sind deine Probleme gerade die schlimmsten Probleme der Welt, weil sie sind deine Probleme. Ja, ja, plus Vergleiche hinten immer, weil du sagst, ja, man muss es nicht, aber man kann sich trotzdem empathisch hinter seinen Gesprächspartner stellen, und egal ob der jetzt eben ein Krankenpfleger oder eine Mama oder auch nur so ein Bürosesselpupser ist wie ich, ja. Ich habe auch so meine Hardships und hin und wieder möchte ich einfach drüber reden und dann auch in der Situation verstanden werden. Ja, ja. Genauso wie ich bei anderen Menschen mache. Ja, ja. Das, wie soll ich sagen, man hat das Recht, aber man hat auch die Pflicht, sich ranzunehmen und den anderen zu verstehen und die Probleme des anderen nicht kleiner zu machen und nicht sagen, nein, zeig dich nicht auf, das ist ja, ja das hast du eh noch gut. Ja. Ja, es ist halt bei mir, also ich bin halt Stillstand überhaupt nicht gewohnt. Ne? Wir haben fast 7000 Bands gehabt in den letzten 13,5 Jahren und das war halt einfach die ganze Zeit nur Stress und habe ja dann bis 2015 parallel einen Job gehabt und war halt die ganze Zeit unter Strom und bin es überhaupt nicht gewohnt, dass es so wie es jetzt ist, dass man so plötzlich kompletten Stillstand hat und ja, das ist. Klar, so wie du sagst, ja, es gibt halt die unterschiedlichsten Probleme und so wie man es halt selbst erlebt. Ja, aber es sind dennoch Probleme. Man hat immer seine eigenen Probleme natürlich, die am meisten tangieren und für mich ist es so ein Stillstand komplett ungewohnt. Also sowas habe ich noch nie gehabt und es ist eine eigene Aufgabe, damit umzugehen, definitiv. Ja. Und wenn es ist wichtig, alle, die das jetzt sehen, schreibt es öffentlich oder schreibt es euren Leuten, und eure Probleme sind valid auf jeden Fall, und der erste Schritt ist darüber reden und das nach außen tragen. Also das muss man nicht zurückhalten, weil das wächst nur noch mehr. Ja? Und es gibt immer Leute, die da einem zuhören. Danke. Ja, und reden hilft definitiv, also darüber reden hilft definitiv. Sir. Also ich merke das selbst bei mir auch vorher schon, wenn man irgendwelche Probleme hat, reden ist immer gut. Also nichts einfressen, sondern nach außen schreien. Ja. Ist auch, worum es immer gegangen ist, oder? In der Musikrichtung. Dass du die Sachen nicht drinnen hast, sondern dass du draus schreist im wahrsten Sinne des Wortes. Finde ich auch gut, wenn das weiter so ist. Also auch von mir ein Wunsch auch an die Metal-Szene, an alle Subgenres, das nicht aufhören jetzt zu sagen, okay, na, wir haben eh keine Probleme, deswegen reden wir nicht drüber. Alle Sachen haben Schwierigkeiten. Ich bin zum Beispiel froh, dass ich meinen Job auch von zu Hause aus weitermachen kann, weil ich hätte wirklich Probleme zu sagen, okay, shit, ich werde jetzt auf einmal nicht mehr braucht. Ja. Ich bin im Stillstand drinnen.
Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann. Ja. Also deswegen, ich kann mir vorstellen, jede Richtung hat ihre Schwierigkeiten. Ja. Und Leute, die, ja, so wie du sagst, immer unter Strom gestanden sind, jetzt auf einmal zu sagen, hupp, das Ding ist jetzt nicht da für diesen Zeitraum, ist unglaublich, unglaublich schwierig, auch damit umzugehen. Man kann wachsen aus allen Richtungen im Moment. Ja. Also von daher ist es, wie der Jörg sagt, ist es alles valide. Ja, vor allem auch, dass man jetzt letzten Endes am Staat, wie mit einer Nabelschnur am Staat hängt und nur der Staat am mehr oder weniger im Moment das Überleben sichern kann, weil halt einfach keine Einnahmen da sind. Das macht die ganze Sache natürlich auch, also es ist halt eine Abhängigkeit, die auch nicht so besonders angenehm ist. Ne? Also ja. Man ist immer Bittsteller letzten Endes und du musst halt hoffen, dass die durchtragen. Und der Situation, also es gibt tatsächlich Leute, die sind an das neidig und sagen, boah, ihr kriegt ja eh so viel Kohle, ja, was wo man echt immer der Mund offen bleibt, dass es Leute gibt, die meinen, die Gastro verdienen sich gerade eher goldene Nasen. Wie man auf die Idee kommt, ist man wirklich ein Rätsel. Mhm. Und man sieht halt auch, also wirklich, dass es Neider gibt, die Herren, du kriegst Kohle vom Staat und was regst du auf? Dir geht's ja eh super, ja, man will ja, das ist nicht Neid, ne? Man will arbeiten, man will genauso den Club weiterführen und will halt einfach wieder Events haben und nicht da sitzen und warten, dass einem der Staat Kohle gibt, damit man überlebt. Aber die Neider gibt es, egal ob du deinen Club selber aus dem Boden stampfst und er gut rennt, aus deiner harten Arbeit heraus oder in der jetzigen Situation, du halt mit Förderungen so in die Rede sind gar nicht einmal nur vom Club, sondern es ist halt generell so. Ja? Also es gibt so gewisse Szene, also gerade Gastro oder Hotellerie ist durch halt viele schwarze Schafe, die es halt da überall gibt, sehr Gespräch, ne? und die Leute fragen natürlich, wo nimmt der Staat die Kohle her? Das frage ich mich natürlich auch, ja. Füttert jetzt alle Firmen durch, das ist halt schon Wahnsinn eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aber was ist die Alternative dazu? Ne? Die Alternative dazu ist, die Firmen hängen lassen und alle sperren zu, das ist halt auch nicht unbedingt. Ja, damit schießt man sich aber nur selber ins Knie, weil umso weniger verschiedene Arten von Steuerzahlern es gibt, umso weniger kommt das in den Staat zurück und so weiter. Ja, aber das ist jetzt sehr, sehr wirtschaftlich und ich glaube, natürlich, ja. Aber ich rede gerne über sowas, aber ja. Also wenn ihr über sowas reden wollt, schreibt es den Jörg an. Ruft es den Jörg an. Dann geht es direkt in meine Spambox. Die Nummer ist dann unten. Entschuldigung, ich wollte nicht vom Thema ablenken. Kein Problem. Deswegen ist es wichtig, dass es eben solche Plattformen eben wie Facebook und Instagram gibt, wo man eben über diese Sachen sprechen kann, über seine Probleme und über seine Situationen. Aber es ist genauso wichtig, dass es Orte im Realraum gibt, eben wie den Vibe Room, ja, wo sich like-minded people oder auch Menschen, die unterschiedliche Meinung sind, irgendwann mal wieder treffen können und einen persönlichen oder kulturellen Austausch haben. Ja, hoffentlich bald. Yeah, ich freue mich drauf. Auch zu sehen, was die Renovierungen mir anzuschauen. Bin schon sehr gespannt. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich. Auf die Rolltreppe. Ja. Nein, wir werden so einen Treppenlift einbauen. So ein Sessel am Rand, genau. Für die Senioren. Ja, wäre das nicht geil. Hey, Martin, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und deine Sicht Dinge. Und dass du wieder zu uns gekommen bist. Sehr gerne. Und das werden wir, glaube ich, in einem Jahr mal wieder machen. Genau, dann bist du der Erste, der zum dritten Mal da ist. Wir müssen das fortführen. Ja, genau, also das Tradition. Geehrt führen und hoffe, dass die Gespräche dann in eine andere Richtung gingen. Ja, da werden wir dann wieder über keine Ahnung, Slaughter to Prevail reden oder sowas. Nein, ist immer nicht. Always a good time. Okay. Aber wir können über Michael Graves reden, ne? Über was? Wer denn? Über Michael Graves. Sagt euch da nichts. Das ist der stehe ich an. Der war Sänger für die Misfits in den 90er, ja? Der hat auch irgendwie die Scheiße gegriffen. Gehabt, ja. Den habe ich bucht gehabt und da hat sich jetzt ausgestellt, dass der halt so ein Proud Boy ist und ja, genau. Den müsste ich gerade noch so einer. Mittlerweile, also der wird nicht mehr nach Europa kommen, weil er keine Band mehr hat und nichts. Ja.
ist abseits geschossen. Ne? Soll er bleiben. Ja, soll er. Genau. So, deswegen nochmal danke, Martin. Und vielen an Dank. Der Stelle auch danke an unseren Promo-Partner, die Klangfarbe. Und ja, auch fettes Shoutout an Prellenkirchen, dass sie den Thomas, also mich, vorausgemacht natürlich, so hübsch eingekleidet haben. Und ja, in diesem Sinne, da ist der Thomas, der Peter ist im Off, das war der Martin aus dem Weibung, ich bin der Jörg und ihr, stay big, stay safe. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja. Yes. Ah ja, die Band ist noch nicht dran.